Müritz, Postplatz 1830, Montagsdemo. Herzlich willkommen. Ja, herzlich willkommen natürlich auch all denjenigen wieder, die heute das erste Mal hier sind. Seid mal so lieb und outet euch. Wer ist heute das erste Mal bei der Montagsdemo? Hand hoch. Sehe ich jemanden? Gut, dann dein Applaus jetzt hier. Eigentlich habe ich ja schon gedacht, wir brechen heute aus aller Nähte, aber schauen wir mal. Ja, bevor wir weitermachen, noch ein herzliches Willkommen auch an die Damen und Herren in Uniform. Ich sag mal Doppelpunkt. Ich weiß nicht, ob ihr alle wisst, was ich jetzt meine, aber gestern gab es ja so eine Infoveranstaltung. Und da war eins, was mich unter anderem auch besonders, ja, was mir besonders gefallen hat, die Geschichte mit dem Doppelpunkt. Kommt einfach ins Tun. Ja? Und ich hatte eigentlich heute so gehofft, heute müssen wir eigentlich hier volle Kanne aus allen Nähten bersten. Weil ja alle die, die gestern bei Peter Hahner waren, heute hierher kommen und ihren Protest friedlich heute hier zum Ausdruck bringen werden. Gut, es sind nicht alle da von gestern, aber ein paar sind da. Das ist doch schon mal was. Ja, gestern war ja ein tolles Erlebnis mit Peter Hahner. Wer von euch war denn da? Gebt mir mal ein Zeichen. Interaktiv sein hier. Ja, sehr gut. Ja, es tut unheimlich gut, mal von jemandem, der, sagen wir mal, alt und erfahren ist, der auch sich in der Welt bestimmt ganz gut auskennt, auch mal anerkennende Worte zu bekommen. Das geht runter wie Öl und ich denke mal, das brauchen wir auch alle, weil wir bekommen ja jeden Tag eingetrichtert, dass wir eigentlich auf der falschen Seite im Leben stehen. Aber gestern war das mal wieder, ja, eine Bestätigung für unser Tun und das fand ich ganz klasse. Die SZ hat sich ja natürlich auch wieder äußern müssen zu dem Vorfall gestern. Und ja, ich meine, was soll's. Jeder von uns hat ja in den letzten Jahren schon wahrscheinlich so im Hinterkopf den Gedanken gehabt, so blöd wie die SZ schreibt, so kann man gar nicht sein. Wahrscheinlich kriegen sie auch Geld dafür, dass sie diesen Stuss schreiben. Und wer aufmerksam durchs Land geht, der hat ja mitbekommen, dass es wirklich Geldzahlungen an Journalisten gegeben hat. Ich möchte jetzt nicht behaupten, dass dies auch bei der SZ der Fall war. Aber anzunehmen ist es natürlich. Weil wie sollte sonst so eine Zeitung über 3 Jahre lang so einen Stuss zusammenschreiben können? Und ich denke mal, dass den beiden Schreiberlingen aus der offenen Psychiatrie in Görlitz gestern auch eines ganz deutlich klar geworden ist. Wir müssen hier wirklich anfangen aufzuräumen, friedlich, aber wir müssen es tun und wir müssen wirklich jeden Stein umdrehen. Und dazu gehört auch die Sächsische Zeitung. Nur dann, wenn diejenigen, die hier 3 Jahre lang uns gequält haben, vollkommen unnütz gequält haben, auch wirklich bestraft werden, haben wir eine kleine Chance, dass wir demnächst diesen Zirkus nicht nochmal miterleben müssen. Und deswegen auch von meiner Seite her die ganz klare Aufforderung nach Aufarbeitung und nach korrekter Bestrafung all denjenigen, die diesen Wahnsinn mitverbrochen haben. Ja, und Peter Hahner hat gestern auch noch was ganz Wichtiges gesagt. Da wird sich der Rechtsstaat beweisen müssen. Und wenn wir uns das Ganze mal anschauen, was die Richter in den letzten Jahren entschieden haben, dann müssen wir uns natürlich auch mal fragen,
Was wird denn mit den Richtern, die dieses Unrecht mitgetragen haben? Auch die gehören vor die Anklage und gehören bestraft, wenn sie sich diesem Zirkus gebeugt haben. Und ich denke mal, da sollte man auch keine Ausnahme zulassen. Ich weiß aus Erfahrung, dass man 89 einen Deal gemacht hat. Wenn ihr nicht auf die Demonstranten schießt, werdet ihr nachher für das, was ihr Unrecht begangen habt, nicht bestraft werden. So ein Deal darf heute nicht noch einmal ausgehandelt werden. Es muss klar und deutlich gesagt werden, du hast Unrecht getan, du wirst dafür auch zur Verantwortung gezogen. Manche sehen das ein bisschen anders. Ich habe euch mal ein Beispiel mitgebracht. Jetzt klappt es wieder. Ja, schauen wir mal. Vielleicht erkennt er die Person. Länder sind souverän. Und wenn wir das nicht mehr als Wert, als Grundlage erkennen, dass jedes Land für sich selber seinen Weg sucht, dann sind wir verloren. Das ist ein Denken aus dem vorletzten Jahrhundert. Dann sind wir verloren. Und wir in Deutschland sind seit dem 8. Mai 1945 zu keinem Zeitpunkt mehr voll souverän gewesen. Das ist etwas, was mich auch sehr umtreibt. Ich glaube, dass wir in der Politik Verlässlichkeit brauchen. Eine Art Impfzwang. Und will mal deutlich sagen, das ist Unfug. Ich habe nämlich nicht gesagt, wir wollen das alles vergessen und das war's. Sondern ich habe immer meine Rede damit begonnen zu sagen, was aus meiner Sicht nicht richtig war, was vielleicht auch die Gründe waren dafür. Und habe dann gesagt, ich kann die Dinge nicht mehr zurücknehmen. Sie sind so, wie sie sind. Können wir das jetzt nicht lassen? Können wir jetzt nicht sagen, jetzt geht es weiter? Was bringt uns das jetzt? Und das ist hier die Bundesrepublik Deutschland. Ein Land, in dem man offen und frei diskutieren kann. Falsche Informationen, die auch zerstören sollen, Institutionen des Staates, die Wissenschaft, Journalismus, die Justiz, dass das ein Stück weit auch stärker bekämpft werden kann. Wann ist es soweit, dass Sie sehen, dass die Grünen uns an die Wand fahren? Und wann schmeißen Sie die aus Ihrer Regierung? Sind Sie der Herr Süßmann? Sind Sie derjenige, der hier im Internet so rumwütet und hier so üble Hasskommentare verbreitet? Sind Sie derjenige, der hier im Internet so rumwütet? Warum übernehmen Sie nicht in der Form die Verantwortung für Ihre Rolle, die Sie gespielt haben in der Zeit, und treten samt des gesamten Regierungskabinetts unverzüglich zurück und bitten Gott und die Menschen um Vergebung? Was hält Sie noch an der Stange? Ja, warum sollte ich zurücktreten? Ja, warum sollte ich zurücktreten? Ja, also wenn er nicht weiß, warum er zurücktreten soll, soll er einfach mal montags hier vorbeikommen. Ich denke mal, wir finden genug Argumente, ihm das beizubringen, warum er sein Amt niederlegen sollte. Also das ist ein gutes Zeichen dafür, dass er es immer noch nicht begriffen hat oder vielleicht auch nicht begreifen möchte, aber wir können ihm das alle nur sehr, sehr nah ans Herz legen, endlich seinen Posten zu räumen. Jeder Mensch macht Fehler, aber ich bin der Meinung, seine Fehler haben Menschen mit dem Leben bezahlt und dafür ist das Geringste zurückzutreten, das absolut Geringste. Aber er will ja nun nicht nur zurücktreten. Er fängt sogar schon an, wie die Stasi hier zu arbeiten. Sind Sie der Herr so und so, der da mal das und das gemacht hat? Ich glaube, er hat irgendwie die Aufgabe verpeilt. Es war eigentlich eine Fragestunde, wo Bürger an ihn Fragen stellen konnten und nicht, wo sich
Bürger von ihm ausfragen lassen sollten. Aber das scheint er ja irgendwie gerne zu machen. Das hat er ja auch in Reichenbach bei mir versucht. Ich wäre derjenige, der hier im Landkreis für Spaltung zuständig wäre, anstatt auf meine Frage zu antworten. Da kann man natürlich erstmal sagen, ja, hat sich wieder rausgewunden. Andersrum sage ich, besser hat er gar nicht antworten können. Er versucht zwar irgendwie ganz schlau zu tun, aber in seiner Dämlichkeit, Entschuldigung, wenn ich das so sagen muss, in seiner Dämlichkeit gibt er seinen wahren Charakterpreis und nichts Besseres kann uns passieren, als dass er sich vor allen outet, wie er wirklich denkt, beziehungsweise wie er nicht in der Lage ist zu denken. Und das finde ich einfach nur klasse, Herr Kretschmann, wie Sie das machen. So, jetzt muss ich mich wieder ein bisschen einkriegen. Ist denn der Eugen schon da? Eugen, wenn du schon da bist, dann hättest du jetzt sicher... Ja, da ist er. Gibt's mir Suppe? Naja, ist der andere, denkst du? Ja, ich wollte mich als, wie ich sonst heute, Hof- und Hausprediger, Hof- und Hausprediger, wollte ich mich bedanken für all die Unterstützung. Einige haben uns gestern beim Aufbau und Abbau geholfen, das war sehr gut. Und ja, Peter Hane lässt viele oder alle grüßen. Er ist ja selber davon überzeugt, dass friedliche Demonstrationen Basis der Demokratie sind und insofern grüße ich Sie alle herzlich von ihm. Ich wollte eigentlich gar nicht so viel dazu sagen. Ein paar Leute haben mich angesprochen, warum er bestimmte Themen nicht erwähnt hat, zum Beispiel zum Thema Krieg. Ich weiß es nicht. Ich glaube, die Zeit war auch nicht da. Heute stand es in der Zeitung, dass, oder der Versuch war da, ihn gegen seinen guten Freund auszuspielen, den er sehr schätzt, der in der Synagoge war mit 30 Leuten und er selber mit 600 Leuten. Und was mich ein bisschen schon gestört hat, war nicht die Berichterstattung über mich oder über die Gemeinde, sondern dieser Versuch auszuspielen erneut, wer wie zum Krieg steht, zu bestimmten Russland- oder Ukraine-Politik. Und ich komme aus Kasachstan, ich kenne sowohl Russen, Ukrainer, ich kenne Deutschen, Aserbaidschan, Tadschiken, Usbeken, ich kenne viele Nationen. Und ich muss leider feststellen, dass dieser Versuch, auch in Görlitz Nationen auszuspielen auf lokaler Ebene, das tut mir sehr leid. Also das finde ich nicht richtig und das finde ich nicht in Ordnung. Denn Peter Hane hat sich zu dem Thema nicht geäußert. Und dass es heute so ein bisschen gegeneinander aufgespielt wurde, das fand ich in diesem Punkt unfair. Und bei aller Kritik auch zum Beispiel zu MP, auch heute, zumindest habe ich ihn bei dieser Frage Waffenlieferung und Einfrieren des Konflikts immer so verstanden, dass er dafür ist. Und das ist mindestens dieser eine Punkt, den ich auch positiv herhalten muss. Und ich hoffe, dass diese Stimme lauter wird, dass dieser Krieg aufhören muss. Er muss einfach aufhören. Und diese Vorstellung, dass er mit mehr Waffen beendet werden kann. Diese Vorstellung, die passt auch nicht in meinen Kopf rein, weil ich möchte eine Allegorie jetzt erklären, warum das nicht gehen kann. Ich sehe vor meinen Augen einen 18-jährigen großstämmigen Burschen, der einen 9-jährigen verprügelt. Und drumherum hinterm Zaun stehen lauter Leute, die den 9-jährigen auffordern, weiterzukämpfen. Und sie schmeißen über den Zaun Stöckchen und Messerchen, damit er sich wehren kann. Selber sind sie nicht in der Lage, in den Konflikt beruhigend einzugreifen,
und stacheln immer weiter einen unter Adrenalin stehenden Neunjährigen. Er soll gefälligst den anderen besiegen, damit sie hinter dem Zaun Frieden haben. Diese Allegorie ist nicht richtig, sie ist falsch und ich finde, sie ist auch feige. Und deswegen... sagen, dass die Ukrainer schuld sind oder aufhören, sondern dass die Russen gut sind oder Putin gut ist, all das will ich nicht sagen. Ich will nur sagen, dass dieser Konflikt auf der Görlitzer lokaler Ebene weiter irgendwie zu zündeln und in dem Fall sogar gegen den Ministerpräsidenten, das finde ich falsch. Und in dem Fall möchte ich mindestens dem Ministerpräsidenten zurufen, dass er hier mindestens nicht einknickt. Vielen Dank. So, jetzt haben wir heute noch einen Gast, bevor wir den gleich hier hochhiefen. Vielleicht nochmal eine Info. In 14 Tagen bekommen wir wieder Gäste. Und zwar der Paul Brandenburg. Ja, also auf jeden Fall mal vormerken, hat er mir bestätigt. So, jetzt darfst du gerne. Eigenlob, Stück Quatsch. Also wir jetzt haben wir hier einen, wie sagen wir das richtig, YouTuber? Nee. Ach Mensch, mach's gleich selber. Alles muss man selbst machen. Nee, ich stelle mich jetzt nicht persönlich. Ach, das ist ja blöd, wenn man sich persönlich vorstellen muss. Ich sage einfach mal herzlichen Dank für die Einladung hier ins schöne Görlitz. Und es ist mir eine große Ehre, hier heute vor Ihnen sprechen zu dürfen. Vor Ihnen, die Woche für Woche Ihr grundgesetzlich garantiertes Recht auf Meinungs- und Demonstrationsfreiheit in Anspruch nehmen. Vor Ihnen, die sich nicht durch das von der Corona-Junta mit Blockparteien-Hintergrund erlassene Ermächtigungsgesetz 2.0 davon abhalten ließen, für Freiheit und Selbstbestimmung auf die Straße zu gehen. Und vor Ihnen, die sich mutig einer Covid-Diktatur entgegenstellten, die Recht zu Unrecht pervertierte, indem sie friedliche Menschen von ihren Sturmabteilungen einkesseln, mit Wasserwerfern beschießen und nicht selten auch verprügeln ließ. Liebe Freunde, ihr seid keine Querdenker oder gar Covidioten, wie unsere Qualitätsmedien uns beschimpft haben. Ihr seid die wahren Verteidiger unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Doch denen, welche diese menschenverachtenden Maßnahmen unterstützten, Maßnahmen, deren Ausgrenzung und Diffamierung mich an das dunkelte Kapitel deutscher Geschichte erinnerten, denen möchte ich auch etwas sagen. All diesen charakterlosen Blockwärtern, die ihre Nachbarn, Arbeitskollegen und Kunden denunzierten, all diesen feigen Mitläufern, welche Ungeimpften den Zutritt zu Geschäften und Restaurants verweigerten und sie aus dem öffentlichen Leben ausschlossen, auch das ist alles vor 80 Jahren schon mal da gewesen. Und all diesen willfähigen Bütteln einer Diktatur, die Kinder auf dem Rodeberg wie Schwerverbrecher jagten, Maskenlose verfolgten oder friedliche Abendspaziergänger wie sie mit Anzeigen, Bußgeldern oder gar Gummiknüppeln einzuschüchtern versuchten. Und all den Vertretern der unabhängigen Qualitätspresse, die ja bekanntlich Hofberichterstattung mit Journalismus verwechseln, deren mediale Hetzjagden, und das waren wirklich Hetzjagden, auf Spritzenverweigerer ja schon dem Stürmer alle Ehre machen. Und all jenen, die jetzt gar nichts mehr davon wissen wollen, sich gar ausreden, ich habe ja nur Befehle befolgt. All denen rufe ich nur zwei Worte entgegen. Schämt euch!
Liebe Freunde, es freut mich sehr, dass Sie heute hierher auf den Postplatz gekommen sind und dazu freiwillig Ihre Wohnungen verlassen haben. Das ist in dem Land, wo wir einst gut und gerne lebten, längst keine Selbstverständlichkeit mehr. Denn zum Beispiel in Lörrach, da kündigte die städtische Wohnungsbaugesellschaft ganz kurzfristig schon länger hier lebenden Mietern ihre Wohnungen, um diese dann anschließend Flüchtlingen zur Verfügung zu stellen. Ist das ein bedauerlicher Einzelfall? Weit gefehlt. Ausgerechnet die evangelische Kirche setzt in Berlin 110 betagte Bewohner eines Altenpflegeheims auf die Straße, um stattdessen Neubürger unterzubringen. Naja gut, wie gut, dass der Begriff Umfolgung lediglich eine Verschwörungstheorie ist, ebenso wie Islamisierung. Und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich habe keine Angst vor Verschwörungstheoretikern, sondern eher von den Verschwörungspraktikern, und die sitzen in der Regierung. Und zum Thema Islamisierung, die es natürlich nicht gibt. In Düsseldorf, also im Kalifat NRW, wurden jetzt erste arabische Straßenschilder montiert. Und wenn Sie jetzt denken, die uneingeladenen Gäste könnten doch zumindest mal die Grundlagen der Sprache Ihres unfreiwilligen Gastlandes erlernen, pfui, dann sind Sie ein böser Rassist. Ja? Und lassen Sie sich jetzt bloß nicht bei dem Gedanken erwischen, dass Menschen nicht nur vor Krieg und Gewalt, sondern auch vor den Strafverfolgungsbehörden ihres Heimatlandes flüchten. Hier nach Deutschlaraffia, wo das bedingungslose Grundeinkommen für jeden fließt, der Asyl sagen kann. Wenn Sie dieser Meinung sind, dann sind Sie ein Fall für den Verfassungsschmutz. Aber gut, mal ganz ehrlich, wer heute nicht vom Verfassungsschmutz beobachtet wurde oder wird, der muss sich doch jetzt ernstlich fragen lassen, ob er überhaupt auf der richtigen Seite steht. Kommen wir mal zur deutschen Justiz, deren Entscheidungen mir gelinde gesagt ein Kopfschütteln abnötigen, was immer öfter an ein Schleudertrauma grenzt. Beispielsweise, wenn die Moritzburger Ärztin Dr. Bianca Witschel wie eine Schwerstverbrecherin abgeführt wird und bis heute in Untersuchungshaft sitzt, nur weil sie angeblich Massenbefreiung und Impfunfähigkeitsbescheinigung ausstellte. Unabhängig davon, dass das nicht an ein rechtsstaatliches Verfahren, sondern an Gestapo-Methoden erinnert zur Einschüchterung von Systemfeinden. Umgekehrt wurden Shooters, liebe Freunde, in den Knast. Da gehören vielmehr profitgierige Impfärzte, die für einen Judaslohn ihren hippokratischen Eid verraten haben und ihre Patienten wissentlich als Versuchskaninchen an die internationale Pharmaindustrie verkaufen. Das sind Mengeles Erben persönlich verantwortlich für die unzähligen Toten aus der Kategorie plötzlich und unerwartet. Dafür gehören Sie mitsamt den Politikern, die die Impfpropaganda betrieben haben, auf die Anklagebank, und zwar wegen Beihilfe zum Mord. Aber immer, nicht immer, aber immer öfter, lässt die deutsche Justiz auch außergewöhnliche Milde walten. Naja, vorausgesetzt, der Täter ist maximal pigmentiert. Etwa im Falle eines syrischen Kulturbereicherers in Osnabrück, der auf offener Straße ein 15-jähriges Mädchen vergewaltigte, den Gerichtssaal aber dann trotzdem als freier Mann verließ. Denn, man höre und staune, der Richter bescheinigte dem Angeklagten, er sei auf einem guten Weg, ein ganz normaler Mitbürger zu werden. Liebe Freunde, ich frage Sie, wollen wir in einem Land leben, wo Vergewaltiger von Minderjährigen zu normalen Bürgern geadelt werden? Niemals! Ich meine, ich kann mich ja irren,
aber vor 2015 verwechselten normale Bürger Freimild nicht mit dem weiblichen Teil der schon länger hier lebenden Bevölkerung. Und da waren auch Messerartisten, die in Fußgängerzonen tägliche Einzelfälle am Fließband produzieren, hier ebenfalls unbekannt. Naja, aber gut, ich meine, in den vergangenen Jahren, da kam man ja leichter mit einer Machete in den öffentlichen Verkehrsmitteln als ohne Gesichtswinde. Und da muss man mal sagen, Frau Katrin Göring-Eckert, also schon alleine der Name Göring, ne, dass sie den nicht schon mal abgelegt hat, dass sie das mit, so, also verstehe ich auch nicht. Die hat wirklich mal nicht gelogen, als sie 2015 versprach, unser Land wird sich ändern, und zwar drastisch. Recht hat sie. Trotzdem, da müssen wir Deutschen ja mal ein bisschen mehr Verständnis und Toleranz für die armen, traumatisierten Täter aufbringen, denn das sind die eigentlichen Opfer. Sie entstammen der Kultur, wo Steinigungen als völlig legitim gelten, einseitig freiwilliger Geschlechtsverkehr zum guten Ton gehört, Frauen als rechtloses Eigentum des Mannes zählen und sich unter Pinguinkostümen verstecken müssen. Und auch die Blitzdiagnose psychisch gestört, die erfolgt ja immer dann prompt, wenn der Polizeibericht beginnt mit ein Mann. Ja, auch diese Diagnose ist vielleicht nicht gänzlich an den Haaren herbeigezogen. Man wird ja wohl mal noch fragen dürfen, wie es um die geistige Gesundheit von Menschen steht, die einen Kinderschänder als gottgleichen Heiligen anbeten. Denn nichts anderes war der muslimanische Religionsstifter Mohammed, welcher mit einem 9-jährigen Mädchen die Ehe vollzog, wie es der Koran vornehm umschreibt. Und da sehen wir mal wieder, diese verharmlosende Beschreibung von Kindesmissbrauch, die beweist, dass Framing keine neuzeitliche Erfindung ist. Haben Sie jetzt noch Fragen zum Grund für den aktuellen Zustand unseres Landes? Na, da werfen wir doch mal gemeinsam einen Blick auf die selbsternannte Politikelite, also die Fachkräfte der rot-grünen Kasperle-Truppe, die sich Bundesregierung schimpft. Da haben wir den Robert, der Vaterlandsliebe stets zum Kotzen fand. Der ist ja nicht etwa strunzdoof wie 3 Meter Feldweg, sondern der hat einfach aufgehört zu denken. Ja, er ist also quasi geistig insolvent. Oder nehmen wir die 360-Grad-Annalena, die Mutter aller Kobold-Doppelpunkt-Innen, welche auf Staatskosten eine Maskenbildnerin beschäftigt für 7.500 Euro Monatsgehalt. Wow. Na gut, man kann es vielleicht auch Schmerzensgeld nennen. Auch ein Bundesgesundheitsminister. Und ganz ehrlich, der kommt mir immer so vor wie der Insasse einer Irrenanstalt, der sich fälschlicherweise für den Chefarzt hält. Doch am meisten unterschätzt wird die historische Leistung von Olaf Scholz. Unser Cum-Ex-Kanzler, welcher ja immer genau dann unter partiellen und totalen Gedächtnisverlust leidet, wenn es um seine dubiosen Treffen mit Bankern geht, gegen die Anklage im größten Steuerbetrug der Geschichte der Bundesrepublik erhoben wurde. Da geht es übrigens um mindestens 35 Milliarden Euro. Ich würde mal sagen, das sind ganz schön viele Peanuts. Hat er ja gesagt, ja. Was so alles kostet. Doch unserem Spezialdemokraten Olaf Scholz, dem gelang es kürzlich tatsächlich in die Geschichtsbücher einzugehen. Als ersten deutschen Kanzler seit Adolf Hitler, der wieder Panzer an die Ostfront schickt. Und bald wird an den Eisenbahnzügen, die täglich Unmengen von schweren Waffen, und damit ist jetzt nicht Ricarda Lang wie breit gemeint, die wir an die ukrainische Friedensarmee liefern, wieder der Spruch stehen, Räder müssen rollen für den Sieg.
Und mal abgesehen davon, dass die heutige Bundeswehr ja über weniger einsatzfähige Panzer besitzt als die Wehrmacht noch im April 1945. Ob sich der Olaf das wirklich gut überlegt hat? Also, ich bin mir da nicht sicher, weil wenn das Unternehmen Barbarossa 2.0 jetzt schief geht, also wenn statt Leoparden in Moskau plötzlich T-72 in Berlin stehen, da möchte ich ehrlich gesagt nicht in seine Haut stecken. Wobei, ich sag mal so, mit einem Sofa, einer Cyankali-Kapsel und einer Pistole ist selbst diese Situation nicht ausweglos. Und ja, ich stehe dazu, kriegsfeindliche Hetze zu betreiben, denn Frieden ist alles und ohne Frieden ist alles nichts. Vielen Dank. Eine kleine Ergänzung habe ich dann doch noch. Liebe Freunde, bevor der Film Der Untergang für unser Volk nochmals zur Realität wird, da wird es Zeit, die altparteien Politikschauspieler aus ihrem Amt zu jagen, aus ihren Ämtern, denn dort haben sie bereits mehr als genug Schaden angerichtet. Und ich verspreche Ihnen mit den Worten einer uckermärkischen Pfarrerstochter, wir schaffen das! Ja, besten Dank, Elmar Gerke, heute hier bei uns live in Görlitz aus Dresden gekommen. Wunderbar. Ja, wir haben es dann erstmal soweit geschafft. Burkhard, ich würde dich mal bitten, den Hut aufzumachen. Ja, also wer möchte, der Isolet und der Burkhard steht dann hier vorne irgendwo und nimmt dann eure Geschenke wieder entgegen. Ja, immer wichtig, es sind keine Spenden, das sind Geschenke, die ihr ganz freiwillig uns gegenüber machen könnt, möchtet, wenn ihr es denn möchtet, wenn nicht, ist auch in Ordnung. Ja, besten Dank, ich baue schnell noch ab und wenn ich das Freizeichen gebe, dann können wir anfangen zu spazieren. Thank you.
Vielen Dank für eure Teilnahme am heutigen Montagsspaziergang. Bleibt standhaft und widerstandsfähig. Nächste Woche sind wir wieder hier und bringt noch einen mit, damit wir mal mehr werden. Ich bin so stolz auf uns alle, dass wir es geschafft haben, jetzt wirklich stabil 400-500 Teilnehmer hier jede Woche aufzubieten. So müssen wir weitermachen und ein kleines bisschen noch mehr. Male, Male, noch hier. Jetzt geht's wieder. Also kommt gut nach Hause, vielen Dank und bis nächste Woche, die Versammlung ist jetzt offiziell geschlossen.